Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen. Und zwar im konkreten Fall mit einem Tafelbild, das viele, viele Rätsel aufgibt. Die Expertinnen der österreichischen Galerie, die in der Mittelalterkunst tätig sind, haben viele davon klären können, wie CSI-Agentinnen. Viele sind immer noch ungeklärt. Vielleicht das Herausragendste, der Name des Künstlers ist bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Ein sogenannter Notname wurde kreiert, der Meister von Mondsee. Die Stiftskirche Mondsee war einst Heimat dieses Werkes, das als Teil eines Ensembles, nämlich eines Altarschreins fungierte. Und zwar die Tabule, die Tafeln an der Außenseite zeigen Szenen aus dem Leben Jesu Christi. Und wenn wir uns diese ganz konkrete Szene anschauen, dann kommen wir aus dem Staunen beinahe nicht heraus. Der Meister von Mondsee zeugt von einer unglaublichen Kenntnis der jüdischen Riten. Jesus Christus als Jude, das Kind bei der Beschneidung. In einer exquisiten, von Delikatesse getragenen Darstellung, ikonografisch eingebettet in ein Kirchenschiff, das hier als Tempel, als jüdischer fungiert, sehen wir ganz erstaunliche Details, wie beispielsweise das Abweichen von der üblichen Form der Erzählung. Wie der Pate des Kindes, der bei der Beschneidung anwesend sein muss, nimmt im konkreten Fall diese höchst persönlich durch. Der Sandak, der Pate, ist hier auch in der Rolle des Hohenpriesters, reich geschmückt mit Preziosen auf seinem Haupt, eine tiaraartige Krone und ganz besonders hinreißende Details wie die Darstellung der Textilien, ein bisschen an die Importware aus China gemahnend, das Motiv des Granatapfels in Form von Brokatstoff auf Goldgrund oder aber diese ganz besonders geknitterten Textilien, die Drapagen, so wie sie der Meister von Mondsee als eine herausragende Qualität des Umgangs mit haptischen Darstellungen nutzt und einsetzt. Ganz ein besonders erstaunliches Detail hat jedoch unsere Expertin Veronika Birker-Auenhammer herausgefunden im Sinne dieses Hauchs von einem Schleier. Ein Textil, das über diesen thronartigen Stuhl, der leer neben der Szene steht, drüber geworfen ist, mit Nonchalance. Dieser Stuhl, der ein fixer, integraler Bestandteil der Darstellung ist, im Sinne von, er hat leer zu bleiben, um dem Propheten Elia die Möglichkeit zu bieten, sich hinzusetzen und der Beschneidung beizuwohnen. Der Hauch von Tuch ist ein Synonym und dient als Stellvertreter und als ein Platzhalter für das Kind, das hier beschnitten wird. Ein nicht minder charmantes Detail, zwei kleine geschnitzte Figuren auf der Seitenfront dieses spätgotischen Thronmöbels, eine kleine humoreske, langgliedrige Figürchen, der eine, der auf der Schulter des anderen versucht ist, über eine Grenze, über eine Mauer oder eine andere Begrenzung hinwegzuklettern. Und dann, vielleicht das Allererstaunlichste in dieser Kontextualisierung, auf einer Säule das goldene Kalb, die Götze des Alten Testaments, hier in einer sonderbaren Entfremdung eingebettet in die Erzählung eines jüdischen Ritus. Martin Schongauer, Michael Pacher und andere werden vom Meister vom Mondsee zitiert und aufgegriffen. Ihre Werke finden sich inhaltlich thematisch in seinen. Was dieser Meister von Mondsee jedoch mit großer Bravour und mit Könnerschaft hinbekommt, ist das Entwickeln eines sehr, sehr spezifischen eigenen Stils. Umso erstaunlicher, dass wir nicht wissen, wer er ist. Was wir wissen ist, dass er von Abt Benedikt Eck, ein sehr kunstsinniger Abt in Mondsee, beauftragt wurde, diesen besonderen Altar zu gestalten.
machen Sie sich von der Aura dieses mittelalterlichen Werks Ihr eigenes Bild. Kommen Sie zu uns ins Belvedere.